Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Hochzeit und wir gestalten heute gemeinsam diese Hochzeitskartenbox. Denn gerade zu Hochzeiten bekommt man super viele Glückwünsche, aber auch Geldgeschenke und die lassen sich hier drin richtig gut verstauen. Die Gäste können hier oben ihr Kuvert einschmeißen, die Box ist verklebt, das heißt, man kommt da nicht ohne weiteres dran. Man hat alle Glückwünsche und Geldgeschenke gesammelt und nach der Hochzeit kann man die Box ganz einfach dann öffnen. Und wenn du jetzt Lust hast, so eine Box für deine Hochzeit zu gestalten oder vielleicht auch die Hochzeit deiner besten Freundin, dann bleib gerne dran und schau, was wir alles dafür benötigen. Für das Projekt nutzen wir den Cricut Maker 3, die lange Standard Crepe Schneidematte, 4 Bögen Karton oder Pappe im gleichen Format wie die Schneidematte, das Finepoint Blade, das Quickstop Gehäuse mit dem Falzaufsatz Nummer 1, eine Schere, eine Spachtel, ein Haken zum Entgittern, das Rakel und doppelseitiges Klebeband. Und dann brauchen wir noch Smart Vinyl in Gold und das Transfer Tape. Die Datei ist für dich schon fertig im Design Space angelegt. Du findest den Link zum Projekt entweder unter dem Video in der Description Box oder du suchst mich einfach unter meinem Namen Denise Gehrig im Design Space und dann findest du auf meinem Profil auch das Projekt mit der Hochzeitskartenbox. Wir haben jetzt hier die Teile einzeln so angelegt, dass sie auf die lange Schneidematte passen, also für alle Explore- und Maker-Modelle. Solltest du eine kleinere Box machen wollen oder ein kleineres Modell haben, wähl einfach alle 5 Teile aus und verkleinere sie gemeinsam. So weißt du nämlich auch, dass die Teile nach dem wieder richtig zusammenpassen und dann kannst du auch eine kleinere Box herstellen. Achte aber dann auf jeden Fall drauf, wie breit hier der Briefschlitz ist, sodass dann nach dem deine passenden Umschläge da noch hineinpassen. Wir haben jetzt alles hier soweit fertig einmal angelegt. Wir können auf Herstellen klicken, wählen auf der Schneidematte aus, dann haben wir hier schon direkt automatisch die richtige Größe. Dann können wir das Ganze bestätigen, kontrollieren nochmal, ob alles wirklich genau drauf passt. Wir haben jetzt hier 4 Schneidematten mit unserem Karton oder der Pappe und zu guter Letzt noch die Schneidematte für unser Vinylprojekt. Das passt alles so, jetzt können wir auf Fortfahren gehen, das richtige Material auswählen und dann können wir auch schon mit dem Schneidevorgang starten. Zur Bearbeitung unserer Materialien bringen wir als erstes einmal die Pappe auf die lange Schneidematte auf, drücken alles gut fest und setzen als erstes das Quickswap-Gehäuse mit dem Falzrad Nummer 1 ein. Danach können wir die Schneidematte mit der Pappe in den Maker einladen und auf Go drücken und schon startet auch der Falzvorgang. Wenn der Maker alle Falzlinien gefalzt hat, bekommst du eine Meldung im Design Space, dass du die Feinschnittklinge einsetzen kannst. Das kannst du dann ganz einfach machen, wenn er gestoppt hat, ohne die Matte vorher auszuladen. Einfach das Messer einsetzen, erneut auf den Go-Button drücken und dann startet er den Schneidevorgang. Wenn dann alles fertig geschnitten ist, können wir die Matte wieder entladen und vorsichtig vom Material herunterrollen. Jetzt nur noch die Reste entfernen und die nächste Pappe wieder aufbringen. Und so machen wir das der Reihe nach, bis dass wir alle Teile der Box einmal gefalzt und auch geschnitten haben. Wenn wir das haben, können wir uns unserem Vinylmotiv widmen und kleben dazu das Vinyl einmal auf die Schneidematte auf und laden diese wie gewohnt in den Maker ein. Danach einfach wieder den Go-Button drücken zum Starten des Schneidevorgangs. Und wenn alles fertig geschnitten ist, die Schneidematte wieder entladen und vom Material herunterrollen. Ich schneide jetzt hier das Motiv einmal grob mit der Schere aus, denn die Reststücke können wir auf jeden Fall für andere Projekte noch verwerten. Mit dem Entgitterungshaken können wir die überschüssige Folie einmal entfernen und achte darauf, auch die Innenteile deines Motivs komplett zu entgittern. Und wenn wir das haben, kannst du das Motiv erst einmal an Seite legen und dann widmen wir uns unserer Box. Hier ist es nämlich wichtig, dass wir vorsichtig alle Kanten einmal vorfalzen und das machen wir an allen Teilen und danach können wir schon die Vorderseite mit dem ersten Seitenteil zusammenkleben.
Ich nutze hierfür das doppelseitige Klebeband, damit das Ganze direkt hält. Das gleiche machen wir natürlich auch mit der Unterseite und der Außenseite, so dass wir nachdem zwei Teile der Box haben. Und dann können wir das Ganze auch schon vorfalten und schauen, dass wir den anderen Teil gleich richtig dran setzen. Ich mache das nochmal, um genau zu schauen, wo wir das Ganze kleben müssen. Und dann bringen wir auch hier wieder das Klebeband auf und verbinden die zwei Teile zu einem großen. Du kannst theoretisch schon auf alle Laschen Klebeband aufbringen. Ich empfehle dir auch, die Box für die Hochzeit nach dem Komplett zu verkleben. Aber ich zeige dir das hier nach und nach, damit es für dich einfach übersichtlicher ist. Und es kommt natürlich jetzt auch nochmal drauf an, wann die Hochzeit ist und ob du die Box vielleicht lieber auch flach lagern möchtest. Dementsprechend könntest du die Sachen dann noch nicht komplett verkleben. Jetzt bringen wir aber erstmal noch unser Motiv auf und dafür schneiden wir ein passendes Stück Transfertape ab. Das bringen wir auf das Vinyl einmal auf. Rakeln alles gut fest. Ich empfehle hier auch immer, erst die Vorderseite gut fest zu rakeln und dann auch nochmal die Rückseite, dass sich die Buchstaben wirklich gut vom Träger lösen. Und dann können wir den Träger nämlich vorsichtig abziehen, unser Motiv auf der Box platzieren, hier wieder andrücken, alles gut festrakeln und dann das Transfertape vorsichtig und in einem sehr flachen Winkel vom Material wieder ablösen. Hier fehlen jetzt noch die restlichen Klebestreifen, die bringe ich nacheinander einmal auf, klebe die einzelnen Seiten zusammen und dann haben wir unsere Box auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da und viel Spaß beim Nachgestalten.